né? Rio de Paz. Nach blind übermüdet und mit 40 linke Spur war ich seit nunmehr 14 Tagen immer Hamburg, Köln und retour. Gestern fuhr ich dem Laster rein, heute nur dem VW. Ach, wie schön kann das Fahren sein auf der B, A, B. Auf der Autobahn nach zur Parteien. Ob du ein Auto hast oder Karl-Heinz, ohne Warnblinklicht, alle Scheiben dicht. Auf der Autobahn nach zum 12:30. Wer noch nie an der Ausfahrt gedacht, einen Auffahrunfall gemacht, kann die Steuern sparen, soll Karl-Heinz auf Fahrt. Das macht Spaß in der stockfinsteren Nacht. Ich will überholen, da versinke ich im Teer. Außerdem zieht schon seit Stunden eine Zapfsäule hinter mir her. Der Kerl, der vorn auf dem Kühler liegt, nimmt mir fast jede Sicht. Das ist mir egal, ich fahr nur nach Gehör, denn ich hab kein Licht. Auf der Autobahn nach zum Mannheim, ob du ein Auto hast oder Karl-Heinz, ohne Warnblinklicht, alles schreibt dich. Auf der Autobahn nach zum 12:30, wer noch nie an der Ausfahrt gedacht, einen Auffahrunfall gemacht, kann die Steuern sparen, soll Karl-Heinz noch fahren, das macht Spaß in der stockfinsteren Nacht. Da bin ich geblendet und ich sehe gar nichts mehr. Das find ich aber reichlich komisch, hier war sonst noch kein Gegenverkehr. Da muss vorhin dieser laute Knall die Leitplanke gewesen sein. Ach, ist das so schlimm, ich dreh einfach hier um und dann fahr ich heim. Auf der Autobahn nach zum 12:30, ob du ein Auto hast oder Karl-Heinz, ohne Warnblinklicht, alles scheiden sich. Auf der Autobahn nach zum 12:30, wer noch nie an der Ausfahrt gedacht, einen Auffahrunfall gemacht, kann die Steuern sparen, soll Karl-Heinz doch fahren, das macht Spaß in der Stadt.